Hallo meine Lieben, schaut mal, was ich hier habe. Oh mein Gott. Mein Cinderella-Schloss ist endlich da, weil zum 1.1. verlassen uns ein paar Aktionen und Kollektionen, darunter auch etwas von Walt Disney. Ich freue mich. Das ist ja mein meine Kindheitserinnerung schlechthin. Zuerst schaut man auf so ein tolles Bild von Minnie und Mickey. Ich glaube, das werde ich mir irgendwo hinhängen, wo es der Mann nicht sieht. Sicherheitshinweis und erste, wie ihr mal seht hier, so wie es auspackt, ist das Schälchen. Das schimmert richtig toll, oder? Da ist so ein kleines Schloss mit drin, mit der 50, weil das gab es zum 50-jährigen Jubiläum. Hat Sensi sich mit Disney zusammengetan und hat das erstellt. Das ist super gut gepanzert hier. Da ist es. Oh Gott. Wow, das ist ganz schwer. Oh mein Gott, wie schön. Man muss bedenken, das ist alles von Fancy Hand gemalt. Also in dem Sinne ist jedes Stück ein Unikat für die Lampe. Glühbirne ist dabei. Man muss nichts extra kaufen, außer halt den Duft. Wo haben wir es hier versteckt? Schon wieder ein bisschen runter. So, die Glühbirne ist meistens in der Lampe drin. Genau. Okay, cool. Ich zeig euch das mal. Also hier diese Dächer, die glitzern auch so. In Metalloptik. Oh, jetzt habe ich. Weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Was ist das Weiße da? Okay, kann man wegmachen. Mein schönes Schloss. Oh, cool. Also, was ich sagen wollte, bevor ich den Flecken entdeckt habe. Oh Mann, Vanessa. Hier, das ist so Glitzer-Optik. Hier ist das Tor. Hier steht die 50 und hier kommt das Schälchen und die Glühbirne rein. Ich pack die mal schnell aus. Und immer die Glühbirnen mit der Tüte anfassen und reindrehen. Ja, ich habe es jetzt auch so angefasst, weil wir so eine Schicht auf der Haut haben, habe ich aber schon mal gesagt, so eine Fettschicht. Und dadurch kann es halt schneller passieren, dass die Birne kaputt gehen wird. So, die Schale tue ich auch rein. Und dann machen wir die mal an. Auseinanderfriemel hier. Ich hasse diese Dinger ja, ne? Wenn man das zugedreht ist, aber so hat man keinen Kabelsalat im Karton. So. Ich lasse es mal hier stehen. Und kurz mal an der Steckdose. Da ist er wieder. So, dann schalten wir das Schätzchen mal ein. So, hier hinter versteckt sich der Lichtschalter. Oh wow, cool. Ich mach mal am besten das Licht von der. Wie heißt das? Von dieser Lampe aus. Von meinem Ringlicht. So. Also ihr seht, durch die ganzen Fenster scheint das Licht durch. Durch das Tor. Und wenn das halt irgendwo an der Wand steht, kann man das hier sehen. Oh, da sieht man sogar das Schloss.
Wie cool ist das denn? Die Form vom Schloss. Also kommt vor allem, wo das steht. Ich werde es ins Schlafzimmer stellen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Also ich weiß, dass es echt meine Kindheit war, mit diesem Schloss zu spielen. Und ich freue mich jetzt, dass ich es als Lampe besitze.